Alright. Alright, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Together Minecraft City Construction Challenge. Madame Sajin hat uns erstmal wieder verlassen, die hat noch was fürs Studium zu tun, aber ich mache weiter diese super tolle Aufgabe mit dem Erde reinziehen. Nun ja. 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 Immer schön spannend. Alter, ne? Total, ja. Sorry, Was geschieht denn sonst noch so? Die ersten beiden Häuser im Marktviertel werden gebaut. Die Mühle wird gebaut. Lampen werden, glaube ich, gerade noch gebaut, oder? Ich habe ein neues Design. Das kannst du im unteren Farmviertel gleich mal bauen. Komm mal mit hier. Männchen? Beim Gewächshaus in der Richtung, ne? So, der Lampe verdrehen. Was passiert, wenn man da dran reibt? Nichts. Ah, ich dachte, es kommt ein Mulcho, der 30.000 Wünsche erfüllt. Soll ich das einbauen? Ja, bitte. So, unteres Farmviertel, sagst du? Unteres Farmviertel, sage ich. Wir haben ja schon mal was, vorbereitet. Ich hab da mal was vorbereitet. Muss nur noch in die Mikrowelle. Was ist denn bei dir das untere? So, da wo wir angefangen haben, oder was? Ja, da wo wir angefangen haben. Okay. Wächshaus. Quasi. Mulcho, willst du nicht so irgendwie das verkleiden? Nee, möchte ich nicht. Weil es könnte man natürlich machen, aber ich nenne das hier die. Derwisch-Lampe. Mit dem Gesicht drauf, und dem, Hauslabel drauf. Die Umrüstung ist total einfach. Du mischst einfach das hier auf. So. Jetzt fliegt er. Bei Dirtblöcke und dann das entspannende Gesicht. Und schon hält's wieder. Ja. Aber das mit den Falltüren kann man eigentlich so machen. Mit der Falltür vors Gesicht zumindest. Jetzt nun, doch auf einmal. Der Beleuchtungsminister sagt Falltüren bitte. Ist doch. Ja. Na klar. Es ist aber, glaube ich, nicht allzu hell, oder? Ich weiß gar nicht, schränken die Falltüren der Helligkeit ein? Nein. Dann ist es doch... Das ist gar nicht, das ist top sicher, wie immer, der Beleuchtungsminister was sagt. Ja. Vertrauen wir dem Beleuchtungsminister? Nein. Misstrauen, Sandra. Ihr habt mich gewählt, das heißt, ihr vertraut mir. Nein, wir hatten keine Alternative, ist die Antwort eigentlich. Doch, wir hatten eine Alternative, aber das war keine wirkliche. Ja, das war keine Alternative. War das nicht Thomas? Wenn die ja hatte ich einen konstruktiven Misstrauen. Wenn jemand anders gewählt hätte, dann sei es jetzt quasi im Dunkeln. Es ist Tag, Micha. Oder in der Lava. Ja, das vermutlich eher. Meinst du? So Beleuchtungslava-Ströme? Fände ich nicht. Eigentlich. Ich denke, ich baue mir in meinem Büro eine Lava-Lampe. Ich hoffe mal, wir haben noch eine Kiste mit Erde irgendwo rumfliegen. Ja, unten gibt's noch, oder? Wenn sie unten leer ist, ist im Massenlager oben noch ewig viel. Eine normale Kiste und eine Doppelkiste. Sehr schön. Dann nur noch warten, bis Gras drüber gewachsen ist. No pun intended. Also immer diese Schilder. Can you feel the love tonight? Das war doch auch mit auf dem König der Löwen Soundtrack, oder? Ja. Yeah. Das Thema hatte ich doch neulich erst im anderen Let's Play. Irgendwie verfolgt mich das. Bitte aufhören, auf mir drauf rumzutrampeln. Dankeschön. Hier, ja, rumzutrampeln. Das Fliegerupdate, Orde. Ja, bedeutet. Sonst noch was, Micha? Ganz schön Kaffee.
Dafür, dass wir ihn jetzt nur noch mit Herr Beleuchtungsminister ansprechen. Das ist eine sehr gute Idee. Mach das mal. Hast du nicht wirklich vorgeschlagen? Also quasi Meister Lampe. Also ist nicht korrekt. Nee, Meister Lampe, es kann nur einen Meister Lampe geben. Meister Lampe, was? In diesem Sinne, schönen Gruß anhand Professor Lampe, der mir immer schön Signale zur Systemtheorie sowie Daten irgendwas haben. Ein spezielle Kapitel der Multimedia-Technik. Ja. Yeah. Er wird es zwar nie schauen, aber super tolles Fach. Sagst du das jetzt nur für den unwahrscheinlichen Fall, dass er es wirklich, dass er doch noch schaut? Nee, im Ernst, das macht Spaß, vor allem wenn man nur noch eine Seminargruppe aus 6 Leuten ist und wenn man dann einfach über alles quatschen kann. Man, der Typ muss. Ja? Es ist super entspannt, also wir hatten jetzt die letzte Einheit die ganze Zeit philosophiert, wie Photoshop vermutlich die Randkorrekturen bei der Anwendung eines Gaussfilters durchführt. Okay, also entweder ist das jetzt wirklich interessant oder der Typ ist richtig furchteinflößend. Nee, wenn man sich dann für sowas interessiert wie Bildbearbeitung und dann lernt man mal die mathematischen Hintergründe davon, das ist schon höchst interessant. Ich glaube, wir schweifen leicht vom Thema Minecraft ab. Ach, man kann doch sogar mal über was Intellentes reden. Intellent. Intellent. Intellent, aber nicht langweilig. Wobei, oft nicht gut vereinbar. Kommt, glaube ich, auf den durchschnittlichen EQ an, aber... aber manche Dinge sind auch langweilig, wenn du schlau bist. Also, naja, wir haben auch so lustige Sachen gerade wie Videospielprogrammierung und sowas. Absolut awesome. Da macht man auch ein Let's Play von unserem Spiel, das am Programm. Das ist jetzt ja genau. Die ganze Zeit dann am Pong spielen, jo. Ja, verrat man dann nicht zu viel. Naja, also zu dem Zeitpunkt, wo diese Folge hier rauskommt, ist das Spiel schon längst fertig und vielleicht auch schon zum Download erhältlich. Optimistisch. Falls es das ist, dann werde ich das auch hier gleich mal verlinken, wenn ich dran denke. Wer hat, so, da habe ich es verlinkt. Wer hat eigentlich im Grab statt dem Niveau Nivea verbuddelt? Ich glaube, das war ein Nasty, schätze ich mal. War das Absicht oder war das ein Vertipper? Ich glaube, das da war bin Absicht. Da bin ich mir nicht wirklich... Okay, ich sag jetzt nichts Falsches. Da gab es doch immer so einen schlechten Spruch. Niveau ist keine Hautcreme. Handcreme. Ach so, okay. Oder? Oh Mann, ist doch überhaupt nicht langweilig hier mit der Erde. Ah. Wieso hat es dann Creeper hochgeschafft? Hallo? Du. Jetzt muss ich mal schauen, das ist ja... Hab ich denn schon Jesus gefunden? Aha. Da kommt der vorbei. Killstealer hier, das gibt's doch nicht. Hallo? Der wird gleich mal reported. Ach Moment, wir sind ja gar nicht bei LOL. Das muss ein tolles Spiel sein. Absolut. Wirklich ziemlich zufrieden hier. X meiner Mitbewohner. Hallo? Habe ich mir da gerade einen Fein gemacht. Jetzt hast du hier unten die ganzen Fackeln ausgemacht, du Eimer. Um Gottes Willen. Na gut, das war's wert. Na, wenigstens hat es dich mit runtergespült. Das ist nicht runtergespült, ich bin natürlich freiwillig hinterher gesprungen. Naja, dich hat's freiwillig hinterher gespült. Bitte, wir müssen mal unterhalten sein, Leute an, die denken, was ich für Waschlappe. Ja, steh nicht bloß auf meinem Bau rum, mach was. Bist du auch war kein Witz. Pfeifen nicht immer nur den heißen Creepern hinterher. Ja, guck ihn doch an, hier. Kann jemand das PvP wieder einschalten? So, und dann eine Peitsche einfügen, oder was? Ja, so in der Art. So, ja. Ja, das hätte doch auch noch nachher geklangt, oder? Ja, ich kann jetzt schlecht bei der Aufnahme Videos anschauen. Also dieses Haus hat Potenzial. Welches? Hat Potenzial, ich weiß immer nicht, was das bei dir heißen soll. Ist es schlecht und muss verbessert werden, oder ist es gut? Ich glaube, ich habe es großteilig entworfen.
so in meinem Kopf. Nee, ich brauche immer ein bisschen mit bei dir, Keks, ne? Ja. Hier auf der anderen Seite falsch rumgebaut, ne? Ganze Säule hier, komische, niedrig gezogen. An. Also immer. Dann brauchen wir dieses Cobblestone-Fundament. Der nächste killt sie. Ich glaube, es hackt. Dafür sage ich jetzt auch nicht, dass da zwei Creeper kommen. Mir egal. Ich hab Skill. Naja. Naja. Aber es war überhaupt keine Absicht, ne? Überhaupt nicht. Micho, kannst du mal deine PvP ausmachen? Ausmachen? PvP ist doch aus. Weißt du, also, ne, das No PvP ausmachen, Entschuldigung. Entscheide dich doch mal, was du willst. Ich will Blut sehen. Das kann man auch schon. Ja, nicht meins. Das meinte ich auch nicht. Thomas kommt bestimmt bald mal wieder, ne? Ne, er kommt nicht wieder. Ah, umso besser, oder? Oh, oh. Oh, ja. Oh. Oh. Ihr schafft es nicht. Weißt du, wir haben jetzt so ein bisschen Platz hier hin. Wir können eigentlich eine Friedhofvergrößerung vornehmen. Also, von das brauchen wir von der Leichen. Tode? Ja. An Bestand. Na dann. Los. Und was man ja auch schon machen kann, ist ein bisschen Dach-Ninja spielen. Das gefällt mir immer. Dach-Ninja? Dach-Ninja, ja. So wie der Toskana vor ein paar Folgen. Ist er das, ja. Neue App nach Ninja, jetzt Dach-Ninja, ne? Zerschnippel Munchos Bauten, oder was? Da fliegt dir so ein Spitzdach entgegen, da vielleicht mal ein Flachdach und dann noch so komische Fenster, Dächer, Viecher, keine Ahnung, muss ich alle verschnippeln. Gaube, genau so heißt es nicht. Ah ja, Lukas. Ja, tschüss. Ah. Helft doch immer. Weiß ja, wie ich bin. Ja, hier, wir sind sogar lehrreich. Ja, bei Let's Play to the CC Minecraft. Nee. Oder so. Wo sind wir ja eigentlich? Achso, mir ist was eingefallen, wir haben die Stadt noch gar nicht benannt. Also, bei mir heißt sie noch Unbenannthausen, aber sonst. Oh Gott, wer hat hier eine Falle gebaut? Wer macht denn sowas? Was für eine Falle? Ach Keks, was machst du denn schon wieder? Wer hat eine Falle in die Straße alles baut? Alles kaputt machen. Wer macht hier sowas? Was zum Teufel? Hat eine TNT-Falle? Wer sprengt jemand? Wenn man... Hallo, meine schöne Straße. Ey, Druckplatte, Ordnungsplatte, da könnte ich ja mal drüber. Was zum Teufel? Welcher Wahnsinnige war das? Ich bin komplett unschuldig. Ist der dubioser Beleuchtungsminister, weiß da bestimmt mehr drüber. Ist der Moloch etwa wieder da oder was? Okay, wir brauchen einen Kriminalminister. Also, möglichst ein Profi in dem Fach. Ich das hier gerade beweise, Pyra. Ach, das ist wahrscheinlich gerade seine Absicht. Ich bin komplett unschuldig. Ich würde sagen, wir nehmen die paar Blöcke weg und lassen ihn da gerade drinnen, oder? Ich würde doch sehr nach einem. Doch irgendeiner gewesen sein. Lass einen Schlag. Lass dann einen Schlagloch drin, so als kleine oder? Erinnerung. Ihr habt doch alle einen Schaden. Bitte? Noch so ein Schild dran, Police Line, do not cross. Ich hätte ja gerne in gelb-blau oder so, aber. Polizeilinie, bitte nicht kreuzigen. Sorry, Pira, du bist jetzt Beweismaterial. Ups. Quatsch. Das ist unser erster Fall von Terrorismus. Ui. Lauf hier an der Mauer lang und wundere mich, warum es nicht aussieht wie mein Haus. Spannung kommt auf. Wir haben einen Verdacht.
Ich muss ja noch eine Sonnenbrille aufsetzen dann. Beobachte gerade. Schaut sich noch den Lock an, Ort. Oder was? Nee. Ja, nee. Das wird Konsequenzen haben. Ich lasse sowas nicht ungestraft geschehen. Oh. Du bist ein Kriminalminister und der Beleuchtungsminister, das war viele Titel. Nee, ich werde jemanden als Kriminalminister einsetzen, der wesentlich mehr Motivation hat, die Kriminellen zu jagen und zu bestrafen. Juhu. Ich, das muss Lukas machen, das liegt doch bei ihm in der Familie. Denk ich auch. Ich mach dann Kriminalminister fix ein Büro im Bürgermeisteramt. Wir wollten doch schon mal was über das, über... Oh, ich merke gerade mein... Dachboden basteln. Will ich über dein Hausdesign irgendwie einen Fehler? Hier ist keine Tür. Also, die haben doch gesagt, komm, improvisier. Was ich für eigene Boss ist, haben. Boss jetzt ja, nicht in die Wände einfach rein, oder was? Ne? Oh Gott. Als ich das Ding heute Mittag gebaut habe, habe ich auch keine Tür reingebaut. Also als ich es weiter baute. Der Unterschied ist, du hast die Tür rausgebaut und ich hatte total. Ja, weil die einfach scheiße war. Oh ja, entschuldige. Jo. Dafür bekommst du jetzt auch kein Büro im Rathaus. Oh. Na komm. Guck dir die Tür an, die hat einfach nicht reingepasst. Jetzt tut sie's. Okay, cool. Weitermachen. Mach doch dein Büro selber, wenn du es alles besser weißt. Hier vielleicht direkt so mein Man vergebe in dir. Ich begebe mich jetzt auf Stippvisite bei der Windmühle. Da stimme ich mal mit. Stippvisite oder Steppvisite? Stepp, die Steppdecke. Der Balkon ist etwas kräftig ausgefallen. In der Tat. Oi. Und oben arbeitest du dann mit Holz, oder wie? Ja. Okay. Stufenförmig. Ja. Wie viel Brot haben wir eigentlich? Müsste hier mal wieder jemand ernten? Wir haben eigentlich sehr viel Brot. Allerdings. Okay. Wir haben auch im Massenlager noch 4x9 Stack Getreide. Eigentlich eine Hose. Oh, immer. Weiß nicht, können wir nicht dem Village schon wieder was verticken? Aktuell kauft keiner Getreide. Zuckerrohr kauft jemand, drum bin ich momentan ein bisschen am Zuckerrohr farmen, weil das sonst keiner macht. Ah, okay. Aber wir haben sowieso sehr viele dieses Markt hier. Er nennt dich Muchos jetzt zum Handelsminister. Nee, Keks, das bist du ja schon, du bist ja Außenhandelsbob. Ja, aber... Ah, okay. Ich werde bis zur nächsten Episode ein paar Büros einrichten, die können wir dann... Ja, ein paar Büros. Im Dachgeschoss vom Bürgermeisteramt, sprich Rathaus, werden ein paar Büros für meine nächsten Ministerposten eingerichtet. Hey Frosty. Ach naja, die Folge ist sowieso fast rum. Dann lasse ich mal den Mulchu das letzte Wort. Hey Frosty. Ja, Herrschaften, wer auch immer in meiner Stadt, wo ich regiere, TNT-Anschläge oder ähnliche Kriminalität aufblühen lässt. Ja, das dauert jetzt, glaube ich, doch noch eine Folge. Also wird rücksichtslos bestraft. Und dieser Scheiterhaufen ist nur ein Vorgeschmack. Dave Frosty.